Servus, grüß euch und hallo, herzlich willkommen in unserer Cocktail-Ecke für alkoholische Getränke hier bei etza.online. Heute mit einem Bellini. Dieser Cocktail wurde 1948 anlässlich einer Ausstellung von Bildern des Malers Giovanni Bellini zum ersten Mal serviert. Seine Farbe ist eine Hommage an die Farbtöne und die Lichtstimmungen der Gemälde dieses italienischen Künstlers. Zur Zubereitung benötigt ihr folgende Zutaten: 80 ml Champagner Brut oder Prosecco, 40 ml weißfleischige Pfirsiche, in Klammern 2 bis 3 Früchte, eine Scheibe weißfleischigen Pfirsich zur Dekoration und zu guter Letzt Eis. Kommen wir nun zur Zubereitung. Die Pfirsiche schälen und in einem Mixer pürieren. Das Mixglas bis zu 2/3 mit Eiswürfel füllen und mit einem Barlöffel umrühren, bis das Glas beschlägt. Das Schmelzwasser durch ein Sieb abgießen und die Eiswürfel in dem Glas belassen. Nun die pürierten Pfirsiche und den Champagner in das Glas geben und etwa 10 Sekunden lang rühren. Nun mit Hilfe eines Eissiebs das Getränk in eine Sektflöte filtern und mit der Pfirsichscheibe garniert servieren. Fertig! Für Anregungen und Fragen stehen wir euch gerne unter idee@etza.online zur Verfügung, wünschen euch nun viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit. Euer etza.online-Team.